Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Susanne Lorey hier neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Susanne, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Silke, es war mir wieder eine große Ehre, die Einladung von dir gekriegt zu haben. Ich freue mich auf das heutige Thema, ne? Lieben Dank. Susanne, dich findet man auf YouTube, auf Telegram, auf Facebook. Da hast du deine, sag ich mal, deine Plattform auch. Deine Themen sind eben auch, du bist immer so am Puls der Zeit, versuchst du mal die aktuellen Themen aufzugreifen. Vor allem, wie kannst du die Menschen stärken? Vor allem die hochsensiblen, die sensitiven Menschen, aber generell alle Menschen, die merken, mit der aktuellen, das Zeitgeschehen, das nimmt Energie, das kann die Menschen wirklich auch oder schwächt die Menschen, und du bist eigentlich mit deinen Videos daran, die Dinge aufzuzeigen, auch psychologische Hilfe anzubieten, ne? Auch über deine Videos, und du bietest ja auch Beratung an für diejenigen, die es brauchen. Versuchst doch immer so schnell wie möglich den Leuten weiterzuhelfen. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, wir haben keine Zeit mehr, hier 3 Jahre lang Beratung zu machen. Den Leuten muss schnell und effektiv geholfen werden, ne? Man muss da wirklich da ein richtiges Gespür dafür haben. Und du machst da jeden Sonntag immer deine Sonntagsvideos, eben immer am Puls der Zeit. Psychologische Betrachtung finde ich immer sehr wertvoll. Teile ich auch mal gerne auf Telegram. Genau, wir haben ja auch schon einige Videos in den letzten Jahren zusammen gemacht, auch in meinen Augen immer sehr wertvolle Impulse. Und wenn ich mir deine Videos so anschaue, dann denke ich immer, ach, darüber würde ich gerne, da sagst du irgendwas in einem Nebensatz, dann denke ich immer, ach, darüber würde ich gerne mit Susanne ein Video machen für meinen Kanal. Und da haben wir uns diesmal so, oder habe ich mir so rausgegriffen, dieses, wie man sich in diesen Zeiten so stärken kann, so den wie sagst du auch, den Notfallkoffer für diese Zeit, also eine gewisse Resilienz entwickeln, um trotzdem auch ja stabil durch diese Zeit zu gehen, ne? Wie in seine Kraft zu kommen, in seiner Kraft zu bleiben. Ich meine, klar, diese Zeit, das sind auch mal Zeiten, wo es einem wirklich mal die Energie zieht, wo man sagt, boah, heute merke ich richtig, wie es mir Kraft nimmt, und ich verzweifle an allem, aber dass man auch immer wieder rausfindet, ja, wie man sich wieder da rauszieht, wie man sich stabilisieren kann. Und da würde ich heute gern mit dir sprechen. Und ja, würde gleich auch mal so an dich abgeben und einfach mal so nachfragen, was für dich auf alle Fälle, wenn du sagst, so den Notfallkoffer für diese herausfordernde Zeit, was für dich da auf alle Fälle reingehört oder wo du da auf alle Fälle ansetzen würdest, was du immer deinen Leuten, deinen Menschen, deinen Zuschauern empfiehlst. Ja, ich meine, das Thema, was du da gewählt hast, ist ja sehr, sehr wichtig, weil wir haben ja zwei Einflussfaktoren, die massiv gerade wirken. Schau mal, das ist das eine, da sage ich dir ja nichts Neues. Wir werden ja bepulst mit Ängsten, ne? Mit immer wieder neuen Bedrohlichkeiten. Die berühmte Sau, die durchs Dorf getrieben wird, um es ein bisschen vulgär auszudrücken. Ja? Die Leute sind einfach erschöpft. Ja? Die Leute sind müde, die können nicht mehr. Und das Zweite, was eben auch sehr stark versucht wird, ist, dass man uns beschäftigt hält, ja. Immer wieder neue Umfragen, du weißt, da war Zensus, da ist das, da ist jenes, jetzt müssen wir wieder gucken wegen den Heizungen oder, ja, die Leute, die kommen überhaupt nicht mehr raus aus der Beschäftigungs-, aus dem Hamsterrad, weil sie immer wieder was Neues organisieren müssen und neue, ja, neue Reglements eintreten, ja, siehe Führerschein oder sonst was, ja, und die sind einfach außer Puste, viele können fast nicht mehr, ja. Klar gibt es da noch so ein paar Einzelkämpfer, die sagen, ja, das ist jetzt die große Herausforderung, das muss man einfach lösen. Aber die Mehrheit, also zumindest die Leute, die bei mir anklopfen, ja, sei es jetzt über diese Psychoberatungen oder ne, was ich da mache, die sind schon am Limit. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja immer dieses Bild, Silke, der Batterie, ja, wenn die Batterie auf ein bestimmtes Level absinkt, ja, das sind immer so diese berühmten 20-30%, dann schaltet unsere Psyche quasi um auf Notstrommodus. Ja, also oben geht es noch so einigermaßen, wenn du die Hälfte der Batterie noch voll hast, ist alles noch im grünen Bereich. Aber das ist so ähnlich, wie sage ich immer, wie beim Auto, wenn da noch ein Liter Benzin drin ist, ja, dann hat das Auto keine Lust mehr, irgendwo große paar hundert Kilometer Entfernungen abzufahren, sondern der Sichtkreis verengt sich auf für die 5 Kilometer, wo die nächste Tankstelle sitzt. Mhm. Ja? Und das merken die Leute eben daran, dass sie, oder wir brauchen uns ja nur umgucken, die werden apathischer, viele kriegen
den Hintern nicht mehr richtig hoch. Sie sagen, mir fehlt es an Motivation, mir fehlt es an Sinn. Ich schleppe mich gerade noch so auf die Arbeit, hinterfrage da aber auch alles, ja. Und bei manchen schaut es so aus, dass es wirklich auch schon in depressive Zustände geht oder einfach absolute Erschöpfungszustände. Ja, und da muss man wirklich jetzt zügig werden, weil wenn du da jetzt jede Woche eine Sitzung vielleicht willst und denkst, naja, in 3 oder 5 Jahren, so denkt man ja oft in therapeutischen Wirkungskreisen, ja, in 3 oder 5 Jahren wird es besser, das ist unmöglich. Wir müssen schnell jetzt sein, weil der Druck nimmt ja zu. Da haben wir keine Zeit mehr auf Verzug, dass wir was für uns tun, ne? Was und wie du es erlebst im Außen. Du sagst ja, im Vorgespräch hast du es ja auch gesagt, du kannst dich ein bisschen abschotten, weil ja, du jetzt beruflich nicht so in der Konfrontation bist. Aber was ich so querbeet hier sehe, und wir hier kommen ja die verschiedensten Branchen von Berufszweigen oder Konstellation, familiär auch, ja. Und da siehst du ja querbeet, was in der Bevölkerung gerade los ist. Ne? Ja, gerade eben für die hochsensiblen, empathischen, die da mehr so ein Gespür dafür haben, die das auch nicht mehr ausblenden können, was im Außen ist. Und dann auch eben, was du auch immer in deinen Videos thematisiert hast, dass dieser Spalt, dieser Riss, der durch die Gesellschaft geht, aber eben durch Familien und Freundschaften auch. Und das, ich finde ja so etwas, was einen sehr stärken kann, ist wirklich ein starker Familienverbund oder Freundeskreis. Und das ist ja massiv beschädigt worden bei vielen. Also ich hatte Glück bei mir jetzt nicht so unbedingt, aber ich weiß, ich kann nicht immer von mir ausgehen. Ich kann mich in meine Bubble, sag ich mal, meine Blase zurückziehen. Ich kann davon, ich krieg viel weniger mit als du in deinem Arbeitsumfeld und in meinem Freundeskreis, meiner Familie gab es das auch nicht so, aber ich weiß trotzdem, dass da Menschen massivst geschädigt wurden, weil sie übers Arbeitsumfeld, Familie, Freunde da wirklich sich verlassen fühlten und solche Leute dann wieder in ihre Kraft zu bringen. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Arbeit in dieser Zeit, ne? Dass sie nicht verzweifeln, dass sie gut durch diese Zeit gehen. Ja, man kann es auch als Herausforderung sehen. Viele sehen ja diese Zeit auch als enormes Wachstumspotenzial. Ja, da muss man aber auch die Kraft dafür haben, die innere Kraft, eine gewisse Resilienz, sich dem bewusst zu werden. Und da brauchst du eben gewisse Impulse für die Menschen. Ne? Wie kommen wir denn da gut durch? Und was du auch immer schön machst oder versuchst, du hast ja gerade auf Telegram oder auch YouTube, kann man ja Kommentare schreiben, Telegram. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und das finde ich so eine wichtige Zeit heute. Gerade wenn eben Familie, Freunde, wenn das so ein bisschen auseinandergebrochen ist, sich wirklich dann, es ist zu vernetzen. Man kann sich ja heutzutage eben auch digital online austauschen. Und es gibt immer die Möglichkeit, sich dann auch online zu treffen. Wer ist denn in meiner Nähe? Ne? Dass man so neue Freundes-Familienstrukturen aufbaut. Ne? Familie ist ja so dieses, klar, es ist ein traditioneller Begriff, Vater, Mutter, Geschwister, Kinder. Aber ich habe auch immer mehr in den letzten Jahren gemerkt, Familie ist so viel mehr. Das können auch Menschen sein, so auf Seelenebene, die man sich verbunden fühlt. Das ist Richtig, trotzdem eine weil die Familie. Familie, du sagst ja richtig, das klafft also fast überall auseinander, also bis auf ein paar Ausnahmen, ja. Und du sagst ja auch diese Kommentare, da tun sich ja hunderte von Leuten dann artikulieren, und da siehst du eben, dass es nicht ein Einzelschicksal ist, ja. Weil viele glauben ja noch, ja, der Fehler liegt bei mir, irgendwie ticke ich nicht richtig, warum sonst würde sich die Familie von mir abwenden? Und wenn du das aber hundertfach siehst, ja, dann siehst du, und da ist ja auch, glaube ich, da ist auch meine Zuversicht drin, wenn die dann sehen, es sind so viele Menschen, denen es ähnlich gerade geht, ja. Dann fängt man nicht an, da ständig über sich nachzureflektieren oder zu grübeln, ja, was ist bei mir so schief? Ja, warum hat man mich nicht mehr lieb? Warum isoliert man mich gerade, ja? Und vieles davon, also ist jetzt meine Meinung, ist auch so gewollt, dass hier der Rückhalt und die Geborgenheit der Familie nicht mehr vorhanden ist, ja. Das sind zum Teil alles Einzelkämpfer da draußen. Deswegen, ich sage auch immer, gerade in den letzten Jahren durch diese C-Thematik haben sich auch immer so Menschen formiert, so in Demos und so. Ich sage jetzt, eine Demo, Demonstration oder ein Massenauflauf wird jetzt nicht wirklich was an den Strukturen ändern, ist meine Meinung. Man sich damit so tiefer beschäftigt. Aber man macht sich sichtbar und man sieht, man ist gar nicht alleine. Man ist nicht Das, allein, also ich ja. finde es wichtig für diese Sichtbarkeit, dass man sagt, oh, ich stehe hier nicht alleine. Hier sind Tausende, Hunderttausende, Zehntausende.
auch da, die so ähnlich fühlen, die merken, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Dafür finde ich es wichtig und da kann man sich ja auch vernetzen. Und ich finde, das Wichtigste in der heutigen Zeit ist, sich zu vernetzen. Und du hast auch im Vorgespräch gesagt, weil ich auch immer sage, Susanne, du bist da wirklich so, wie gesagt, am Puls der Zeit, nicht nur mit deinen Themen, sondern du arbeitest auch mit den Leuten zusammen, die so auf dem Zahnfleisch kriechen. Die wirklich, also du kriegst das ja hautnah mit und das macht ja auch mit dir etwas. Also das heißt, du musst ja auch gut schauen, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du dich auch schützt davor, dass dich das nicht so vereinnahmt. Und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, was du gern machst, du gehst in die Natur raus. Also das ist so etwas, das merke ich auch immer wieder. Also das wissen, das meinen vielleicht viele Zuschauer auf meinem Kanal nicht, aber ich habe mich schon sehr, sehr tief mit den Hintergründen, mit der Materie beschäftigt. Es gibt wirklich viele, viele Themen, die mir sehr am Herzen liegen, aber wir hatten es auch im Vorgespräch gesagt, die Zeit ist dafür nicht reif darauf. Man kann nirgendwo darüber sprechen, auch nicht auf YouTube schon gar nicht, weil es sind einfach sehr heikle Themen, aber ich bin da schon wirklich sehr tief eingetaucht, wirklich war fassungslos, Boden unter den Füßen verloren, ganz viel geweint. Also das war wirklich auch ein Prozess der Enttäuschung, was ja auch befreiend sein kann. Aber ich merke dann immer, wenn ich in der Natur bin, dann denke ich mir so, oh, dann fällt das alles von mir ab. Weil ich merke dann richtig in der Natur, im Wald, gerade jetzt auch im Frühling, wenn das alles so grün, das blüht, das strotzt vor Leben, da kann ich, merke ich richtig, wie ich da angebunden bin und wie das alles von mir abfällt. Mhm. Dieser ganze Mist, dieser ganze Scheiß, entschuldige meine Worte, ich sage sowas selten, aber ich merke dann so richtig in der Natur, wie ich mich da wieder verbinde, wie ich mich aufrichte, so energetisch. Ja, und auch barfuß laufen, dieses, boah, ich merke das einfach. Und das wäre für mich so, sage ich mal, eine Stärkungsmittel Nummer eins, ein Werkzeug Nummer eins, wenn man die man Möglichkeit... Man muss halt auch ein bisschen aufpassen, wo in der Natur. Also ja. Ich denke zum Beispiel an gestern, da bin ich jetzt mit dem Fahrrad, fahre ich ja dann manchmal so, wenn ich eine kleine Pause habe, an Arealen vorbeigefahren, wo sie dann diese riesen, also schöne Felder und Wiesen waren da vorher, und da haben sie riesen Bereiche mit Sonnenkollektoren jetzt zugebaut, mitten vorm Wald, also die ganze Landschaft zerstört, ja. Oder ich fahre vorbei, da haben sie dann die Hänge abgeholzt, ja. Da waren auch früher immer so Brombeeren und Zeug und die Natur, ja. Also es macht auch was, die Zerstörung dann zu sehen, was wo da eingegriffen wird. Ja. Ja, also man muss halt dann auch versuchen, wenn du in die Natur gehst, da rauszugehen, wo sie möglichst nicht kultiviert wurde, ja. Also, weil es geht ja nicht nur, dass du ein paar Maiglöckchen jetzt angucken gehst oder ein bisschen Gräser dir anschaust, sondern dass du in eine Art Kosmos reingehst, der noch in der Symmetrie ist. Also ein Mini-Kosmos, so wie ein abgeschotteter Raum. Du tauchst ein in eine himmlische Ordnung. Ja. Ja, und wenn man dann wieder rausgeht und wenn es nur eine Viertelstunde war, ich sage auch meinen Leuten, die immer in der Praxis sind, Mensch, eine Viertelstunde, wenn du heimfährst, stell doch dein Auto mal am Straßenrand ab und düst doch einfach mal Viertelstunde rein raus und du fühlst dich schon ganz anders, wenn du dann nach Hause kommst. Ja, ja. Ja, also man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden, wo sind die Leute im Tiefgang. Ja? Man muss zum Beispiel auch unterscheiden, es gibt die psychisch vollkommen im Eimer sind gerade, durch die Angriffe, durch dieses Torpedieren mit Angst. Es sind die auch physisch am Boden sind, physisch, also körperlich, sei es, können wir jetzt wieder mutmaßen, durch irgendwelche Behandlungen, sei es durch, weil sie sich bis zur Selbstzerstörung aufarbeiten in ihrem Job. Oder in der Kompensation über den Beruf, das geht ja dann an den Körper auch. Ja. Ja? Es gibt aber auch Leute, da kriegt das Selbstbewusstsein auf dem Boden. Da gibt es Leute, die, berühmtes Thema toxische Konstellationen, die, wie soll man sagen, denen die Würde genommen wurde, ja, die am Boden sind, weil sie gedemütigt wurden, abgewertet wurden, ne? Geschwächt wurden. Ja. Und die letzte große Kategorie, würde ich auch sagen, das sind die keinen Sinn, wie soll man sagen, keine Koordinaten mehr haben, weil ihnen der Sinn wegbricht. Ja. Ja, die da jetzt im Dunkeln tappen und sagen, ja, wo gehöre ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, das, was ich alles sehe, stürzt zusammen, weil es Lüge, Betrug ist, weil es einfach schreit, es ist falsch, ja, ist eine große Täuschung. Und jetzt muss ich gucken, wo hole ich mir jetzt neuen Halt? Wo hole ich mir jetzt ein neues System, was mich tragen kann? Ne?
Und deswegen gucke ich dann auch immer, wenn ich jetzt so Leute habe, die vor mir stehen oder auch in den Videos versuche ich ja verschiedene Themenkreise abzugreifen, ja, immer zu schauen, wo ist jemand hauptsächlich reduzieren, ja, oder geschwächt. Und dann gibt es halt auch verschiedene Ansatzpunkte. Also wenn jetzt einer körperlich schlecht drauf ist oder psychisch, klar, dann ist Natur das nächstliegendste auch, wo ich den, ne, dass man sagt, Mensch, geh da raus mal und atme dieses System ein, dieses Ordnungssystem, ja. Aber dann machen auch wieder viele den Fehler. Nehmen wir mal an, jetzt jemand ist körperlich im Eimer, ja, Burnout und sonst was. Dann versuchen sie zum Beispiel über Sport viel zu machen. Klar kannst du Bewegung machen, aber was muss ich denn mit dem Fahrrad über die Alpen dann fahren, ja? Oder was muss ich denn? Dann gehen sie auf große Events, weil sie sagen, ja, dann mache ich, gehe ich auf Konzerte und da haben Leute. Ja, aber dass das auch wieder eine absolute Überforderung ist für diesen psychischen Mechanismus, das wird nicht realisiert. Ja, also Notfallkoffer, weil du ja vorhin das aufgenommen hast, den Begriff, ja. Notfallkoffer bedeutet für mich, dass wenn ich wenig Benzin im Tank habe, ja, dann kann ich ja auch erstmal im kleinen Radius erst einmal denken. Ich kann nicht sagen, okay, was mache ich da? Oder jetzt packe ich meine Koffer und mache jetzt eine Weltreise oder so, weil das kann ich machen, wenn meine Batterie wieder im normalen Maß ist. Aber nicht in dem Krisenbereich, wo 120% quasi bedeutet, dass ich nur noch auf dem Sofa liege und die Decke drüber ziehe, ja. Und da muss ich eben schon anfangen. Also Notfallkoffer würde für mich bedeuten, dass ich mich frage, okay, was nährt mich? Da haben wir ja auch schon öfters mal drüber geredet. Ja, was nährt mich? Was mich nicht aber meinen Tank leer macht. Wenn ich erst 20 Kilometer fahre, um mein Brötchen beim Bäcker zu holen, also das ist jetzt eine Metapher, ja, dann ist logisch, dann verbrauche ich mehr Benzin, als dass ich mir da reinhole. Ne? Und deswegen ist es zu überlegen, was nährt mich? Also das fängt an. Was weiß ich, wenn mich jetzt nur ein bisschen in die Sonne mal erstmal raussetzt, mir die Zeit nehmen, ja? Weil viele, die so ein, was weiß ich, so ein 500 PS Motor haben, die sind ja gewohnt zu funktionieren. Frag die mal, wenn die sich mal eine Viertelstunde ruhig irgendwo hin das setzen sollen und nichts tun, da laufen die schon Amok. Ja, oder nähern heißt auch, das muss ich dir natürlich nicht sagen, da bist du die Fachfrau, gesunde Ernährung. Ja, ich meine, ich habe jetzt mich ein Jahr lang jetzt durch meine Krankheit da reingearbeitet, aber das ist wie Tag und Nacht. Ja, vorher der Fraß, den man aus den Supermärkten geholt hat, und jetzt gucke ich definitiv drauf, was nehme ich denn überhaupt zu mir? Ja, ich bin ja jetzt auch so auf der Grünvariante, weil ich es muss zum Teil. Aber es macht ja was mit einem. Man lebt auf, man atmet wieder, man wird gesunder, ja. Und es sind alles so Kleinigkeiten. Es gibt einen kleinen Trick, der sehr schnell hilft, wenn man aufbauen will. Der klingt erstmal komisch, aber ich sage oft den Leuten, also mach dir mal einen Zettel. Und schreibe überhaupt einmal drauf, was hast du das Gefühl, was nährt dich denn? Was tut dir gut? Was fügt dir ein Lächeln aufs Gesicht? Und von dieser Liste, da fügst du dann nochmal etwas an, was hast du als Kind gern gemacht? Was hast du geliebt als Kind? Weil da war man noch am nächsten an der Göttlichkeit dran, sag ich. Da warst du noch am unverfälschtesten. Wenn du heute sagst, naja, als Erwachsene, ich hau mal heute Abend den Tatort rein, weil der tut mir gut, dann bist du aber weit weg von dem, was gut tut. Wenn du aber sagst, ah ja, klar, ich habe als Kind gerne mir Pferde angeguckt, ja, an der Pferdekoppel. Und du magst es als Erwachsene, dann löst es was in dir aus, was in einer anmutigen Art dir eine gewisse Seligkeit gibt. Wenn du als Kind Maiglöckchen gepflückt hast, weil du den Duft so geliebt hast, dann mach das doch mal als Erwachsener. Oder hock dich hin, wenn du Erdbeereis geliebt hast als Fünfjährige, dann knall dir doch mal einen Rieseneisbecher nur mit Erdbeer rein, ja? Also so kleine Sachen, auch mal ein Kinderlied mal sich anhören oder mitsingen, das stimuliert so viel im Organismus, ja? Weil das Kindliche in einem angerührt wird und zu schwingen beginnt. Und da haben wir oft die allerschnellsten Erfolge. Man muss halt ein bisschen konsequent bleiben. Das heißt, man muss jeden Tag halt mal, was weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde vorsehen für etwas,
was ich in meinem kindlichen Sein damals geliebt habe. Und wenn es, also gestern hatte ich zum Beispiel eine Dame wieder hier, die hat jetzt die Hausaufgabe, sie muss jetzt Prinzessinnen malen. Ja? Jeden Tag malt sie jetzt Prinzessinnen, weil die hat es als Kind abgöttisch geliebt, schöne Prinzessinnen mit bunten Kleidern zu malen. Ja? Und die geht da drin jetzt auf, ja, die hat alles, die hat mir dann gezeigt, was er jetzt alles gemalt hat und jetzt fängt sie auch das Basteln an und hantiert und macht und die baut sich gerade ihre kleine Welt und ist da drin glücklich, ne? Stärkt sich wieder von innen heraus, ne? Ja. Und es ist ja individuell, ne? Jeder hatte ja da in der Kindheit was anderes, Ja, was und das gilt es war. herauszufinden, ja, weil es bei jedem individuell war, was er, womit er auch vielleicht Sorgen oder Kummer oder Einsamkeit geheilt hat. Das Kind versucht ja auch Heilung, wenn es ein Kaninchen streichelt oder wenn es, ja, das ist ja, es schafft sich seine schöne Welt, wenn manches auch traurig war im Hintergrund, ne? Viele, ich merke auch manchmal in deinen Kommentaren, dass viele auch sagen, sie ziehen sich eher zurück mit ihren Tieren in die Natur. Das stärkt sie auch. Andere wiederum brauchen aber Menschen. Ne? Da ist das Vernetzen wieder wichtig. Es gibt gar kein Konzept für alle. Oder dass man sagt, man hat hier so einen roten Nee, Leitfaden, ja, aber das wobei, alle. da, Silke, da sprichst du auch wieder was Wichtiges an. Dieses Menschen brauchen ist natürlich nicht immer ganz gesund. Das ist oft auch eine Co-Abhängigkeit, dass ich sage, ich bin allein nicht ganz. Also brauche ich jemanden, der wie so ein Pflaster auf meiner Wunde sitzt und ja, jetzt fühle ich mich vollkommen, ne? Es wäre gesund, wenn jeder mal ausprobiert und mal vielleicht auch mal 1, 2 Jahre nur mal komplett allein zu leben, um zu sehen, oh ja, ich überlebe das. Es fühlt sich gut an, ich bin in keiner Abhängigkeit mehr und dann kann ich mir auswählen, mit wem will ich zusammen sein, weil ich ja als Ganzes weiß, dass ich überleben kann. Ja, es ist ja auch so, dass viele Menschen gar nicht mehr mit sich allein sein können. Und wenn sie allein sind, lenken sie sich ab, auch mit Fernsehen, mit irgendwas anderem, aber wirklich mit sich selbst sein, mit seinen Themen konfrontiert werden, mit seiner Uressenz. Ich glaube, das können die wenigsten Menschen heute. Deswegen umgeben sie sich auch gern mit Ablenkung mit anderen Menschen, ne? Und wenn man da, klar, ist es auch mal wirklich, kann das eine sehr intensive Erfahrung sein, mit sich selbst konfrontiert zu sein, mit seinen Themen, ne? Und was du ja auch in deinen oder mit deinen Klienten ja auch erfährst, sind diese traumatischen Erfahrungen in der Vergangenheit, ne? Das ist ja auch so ein Thema, was auch die Menschen beeinflusst, was viele gar nicht wissen, dass sie eigentlich auch hoch traumatisiert sind oder traumatische. Es werden ja auch über die Epigenetik Traumata von den Vorfahren, Eltern, Großeltern weitervererbt. Und das ist eigentlich auch was wir in Deutschland mal aufarbeiten müssten. Aber das ist ja auch wieder so, das würde ich auch unter so heikles Thema gar nicht tiefer Ja, es wird ja eintauchen. verhindert, muss man ja Das wird ganz klar verhindert. sagen. Das kannst du mit deinen Klienten machen. Ich kann das auch mit Menschen, die ich begleite, so. Kann man sich so langsam vortasten, aber das ist auch so etwas, was in meinen Augen die Menschen verhindert, wirklich in ihre Kraft zu kommen. Auch als Gesellschaft, auch so, sag ich mal, im Feld ist das ja auch alles, gerade hier in Deutschland, Mitteleuropa noch, ne? Und dieses Bewusstsein, das zu erfassen, da hat sich für mich auch so ein ganz großes Feld aufgemacht, wie viel Arbeit da noch vonnöten ist oder wie viel Bewusstseinsschaffung dafür. Viele wissen, ich habe ja meinen YouTube-Kanal mit Ernährung angefangen, ne? Ernährung, Rohkost, wie Pflanzenkost, Wildkräuter. Es ist aber, das ist ein guter Anfang, auf die Ernährung zu achten, ne? Und auch zu entgiften. Aber das sind die ersten Schritte. Da gehört noch viel, viel mehr dazu, um wirklich ganzheitlich zu gesunden. Und dieses Feld, so diese emotionalen Themen und die traumatischen Erfahrungen, dass da noch viel mehr gehört, Körper, Geist und Seele. Wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht nur Materie. Da gehört noch so viel mehr dazu. Und das ist für mich auch wichtig, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man wirklich auf ganzheitlicher Ebene gesundet. Naja, aber schau mal, wir können es ja rüberziehen, genau das, was du ja gerade gesagt hast, Silke, dieses Entgiften, ja, dieses Detox, die Toxine nach draußen befördern. Im Grunde genommen auf psychischer Ebene ist es ja nichts anderes. Das ist den Speisel aus der geistigen Wunde nehmen, ja, den auch erstmal, also die Wunde sich anschauen, ja, wenn ich immer ein Pflaster drauf tue, ja, dann rumort es unten weiter, ja. Oder entzündet sich. Also ich muss ja erst einmal einen Reinigungsprozess einleiten. Ich muss das ans Tageslicht schaffen. Ja, wenn es unterirdisch ist, muss ich ja den
Kreisel ja auch bearbeiten und rausziehen, ja. Und dann kann ich in die Heilung ja langsam rein und kann die Wunde versorgen. Und Traumata sind ja im Grunde massive Verwundungen, ja. Das sind ja oft offene Wunden. Und dann hat der Mensch natürlich ein Vermeidungsverhalten und sagt, oh Gott, ne, da möchte ich ja jetzt mal gar nicht drauf gucken, ne. Und dann kommt genau das zustande, was du sagst, dass sie versuchen zu kompensieren, ja. Also wenn ich irgendwas mache, ja, dann denke ich nicht an meine Wunde, die ich habe. Aber spätestens ab Mittelalter, also so sehe ich es hier in der Praxis, geht's los, da kannst du das nicht mehr negieren. Das arbeitet so lang, dass du einfach drüber fällst, dass die Psyche will korrigieren. Die will nicht, dass wir so in die Gruft fallen mit einer Wunde, mit einer defekten Landschaft in uns, ja, sondern sie will in den Heilungsprozess rein. Und so ab 35, 40 aufwärts kann man überhaupt an Heilung denken, weil als Kind oder Jugendlicher hast du ja gar nicht die Werkzeuge. Du kannst dich auch teilweise nicht auflehnen oder gegen was angehen. Aber wenn du dann ein bisschen Erfahrung hast, ja, dann ist es relativ leicht, sukzessive in kleinen Schritten, man muss halt sehr, sehr vorsichtig, sehr behutsam umgehen, kann man da sehr große Reinigungsprozesse auslösen. Das Ja, also da allerdings Traumata, Geschichten, weiß ich jetzt nicht, ob man die sich selber nur allein angucken Also kann. ich schätze schon, dass viele da Hilfe, Begleitung brauchen dafür. Ja, oder zweite Alternative, ich möchte nicht wieder da Leute missionieren, aber ich glaube, auch durch Gebet ist sehr viel möglich. Oder die Anbindung nach oben, da haben wir ja Ja, schon viel drüber egal, wie gesprochen. wir das jetzt nennen, diesen Dialog nach oben, da sind ja so viel Energien unterwegs, die wohlwollend sind, die lebensspendend sind. Also es gilt ja nur auch in der Situation der freien Entscheidung, das zuzulassen, was uns ja als antiquiert hingestellt wird oder so ein bisschen ja, vom anderen Stern. Ja, es Aber kostet dann ja uns keinen Cent, wir können uns darauf einlassen, du brauchst 5 Minuten am Tag, dich da in diese mystische, also christlich will ich noch nicht mal sagen, aber in diese mystische Begegnung einzulassen. Und man spürt auch ganz genau die Antwort, die Zeichen, die Reaktionen sind immer wohlwollend und lebensbejahend. Wenn etwas nicht lebensbejahend ist, dann, also mit Schwarzmagisch möchte ich jetzt nicht anfangen, aber es gibt ja auch die andere Seite, die sich da gerne ein bisschen reingrätschen kann, ne? Und du spürst es an der Reinheit. Also wenn du, das muss man halt ein bisschen zelebrieren, mal ein paar Tage, dass man sagt, Mensch, Jungs, Mädels, wenn es euch da oben gibt, schickt da mal ein paar Zeichen runter oder so, dass ich die als Mensch erkennen oder kann, ja, dann sind es immer glasklare, reine und lebendige Zeichen. Also nichts Destruktives oder was dich schädigt. Genau, das finde ich immer so faszinierend. Das hast du schon in deinen Videos berichtet. Auch wir haben es auch mal in unseren Interviews für meinen Kanal angesprochen. Und das hat mich schon auch beflügelt, dass das möglich ist. Das war für Ja. mich noch mal so eine ganz neue Erfahrung und so diese Anbindung. Ich sag gern Anbindung nach oben. So, das man merkt, dass es einen kräftigt und stärkt, dass es einen Zuversicht Richtig. geben kann, Fokus geben kann und Vertrauen einfach. Richtig. Und es hat ja nichts mit Kirche zu tun, ja? So Mystiker wie Nee. Hildegard von Bingen und wie sie alle heißen. Wir haben ja hier einen Hauptknotenpunkt in Deutschland, hat es ja viele Mystiker die letzten 2000 Jahre gegeben. Die waren alle von der Kirche teilweise verfolgt und nicht unbedingt angesehen, ja? Und haben ihre eigene mystische Entwicklung in diese geistige Kraft selbst gefunden durch Disziplin und durch Übung. Das wissen ja viele Menschen auch gar nicht, weil das einfach auch ganz sehr stark gedeckelt wird, ne? Was hier eigentlich war, mal war und was auch Ja. eigentlich möglich ist. Also hier ist viel möglich, aber es wird schon seit langer Zeit sehr stark gedeckelt. Ja, wenn die Leute wüssten, dass sie das eigendynamisch oder in Autonomiebewegung selber bewerkstelligen, dann hätte keine Sekte, keine Kirche oder sonst irgendwelche Gurus da draußen noch eine Chance. Dann wird da nichts mehr verkauft und ich kann auch keinen mehr durch Gesetze oder Regeln irgendwo führen oder manipulieren. Weil die Leute selber ihren Richtstrahl haben, diesen Laserstrahl da, wo die Quelle ist, ja. Viele nennen es ja Quelle. Ja, und da kann ich auch nicht mehr torkeln oder von irgendwelchen Leuten, die mich da vom Ohr besäuseln und mir erzählen wollen, dass wie die Banane krumm ist. Das interessiert mich dann nicht mehr. Es gibt ja viele, die sich auch gerade in dieser spirituellen Szene immer dazwischen schalten wollen, ne?
so zwischen dich und diese Anbindung und die erzählen oder irgendwas channeln oder Ja. brauchst gar nicht. Man kann selbst den direkten Draht finden. Richtig. Aber halt, es braucht Übung, so wie wenn du Braucht Übung. Schlittschuhfahren üben Ja. willst. Ja. Das Das, sind ja ja. eigentlich nur Zwischenhändler, ja. Ich stelle mir doch lieber selber einen Zitronenbaum im Garten und pflück meine Zitronen, als dass ich jedes Mal Zwischenhändler habe, die sagen, oh, guck mal mein LKW an. Ich habe Zitronen, ja. Und dann weißt du ja noch nicht mal, ob die nicht so und so oft chemisch behandelt sind oder aus was für Gefilden herkommen, ne? Genau, schöne Metapher. Ja, definitiv. Also es gibt in der Zeit heute schon einiges Werkzeuge, die man in den Notfallkoffer packen kann. Wir hatten jetzt die Natur, die Ernährung, ne, so Entgiftung auf allen Ebenen, seine emotionalen Themen anschauen, sich dem stellen, sich vernetzen, je nachdem, ne, so mit Gleichgesinnten vernetzen, die Also Anbindung. was auch immer hilfreich ist, Silke, ist so, wenn man sich was traut, weil du gerade auch Ängste angesprochen hast, ja. Also gerade die Leute, wo merken, das Selbstbewusstsein ist inzwischen ganz klein, ja, dass die A sich kleine Herausforderungen stellen am Tag, wo sie sagen, oh, das ist so eine Angst, eigentlich würde ich es gern wegschieben, aber ich mache mal eine halbe Stunde jetzt, was weiß ich, meine Bürokratie. Oder ja, ich gehe heute zu meinem Zahnarzt. Oder ja, ich lasse mich jetzt auf das Gespräch mit dem Kollegen ein, obwohl mir da mulmig ist. Ja, das sind Minisequenzen, die bewältigbar sind und danach fühle ich mich stärker, minimal. Ja, ich habe es überlebt. Und dieses muss man dann allerdings auch notieren. Also es gibt ja dieses berühmte Erfolgstagebuch. Es sind ja eigentlich auch kleine Erfolge, ne? Wenn ich jetzt ein Gespräch, also wenn ich das gewagt habe, ja? Oder manche Leute haben zum Beispiel gerade das Problem, die gehen nicht mehr außer Haus. Die hocken wirklich in ihrem Nest, weil sie sich nicht mehr richtig raustrauen unter die Leute. Ja? Dass ich sage, okay, Erfolg heute war Viertelstunde, bin ich mal zumindest um den Block schon mal gelaufen. Und wenn ich so das auch da brauchen wir wieder Disziplin. Man sagt immer so 14, 18 Tage sollte man das dann auf jeden Fall mal durchhalten. Und dann wirst du merken, dass dann die Psyche fast Hunger danach kriegt. Oh ja, was macht man heute ein bisschen? Wo kann man heute ein Häkchen dahinter machen? Also das hilft auch relativ schnell den Leuten, wenn sie so in Minischrittchen selber mal probieren. Also das ist so das, weil wir brauchen ja immer alltagstaugliche Dinge, ja, die uns gut tun. Grenzen setzen genauso, da sage ich ja auch nichts Neues, da habe ich auch schon Videos ohne Ende gemacht, ja. Wenn ich merke, dass ich toxisch eh schon durchseucht bin, durch Infos, durch alles, was auch gesellschaftlich oder familiär passiert, ja, dann führe ich mir doch nicht noch zusätzlich Toxisches zu. Ja, indem ich mich jetzt auch durch die Alternativdinger durchwühle stundenlang und hau mir da die Infos rein. Ich war jetzt zum Beispiel auch, weil es mich interessiert hat, jetzt am Wochenende war ich auf einem Vortrag, der ging, oder war eigentlich eher ein Seminar, da ging es um Krisenvorsorge in den Gemeinden. Was können Gemeinden tun, wenn, sag schon, Stromausfall und der Pille-Palle und alles passiert? Ich meine, das war ein hervorragender Vortrag, da gibt es gar nichts, ja, aber ich bin da um 17 Uhr heimgegangen, mir ging es nur noch schlecht, ja, weil das ein Konglomerat war, eine Verdichtung war von all den Inszenarien, was alles passieren könnte. Und dann, ich war fix und fertig für den Tag, konnte auch fast nicht schlafen, ja. Und da musste man auch überlegen, ob man das nicht in Teilen irgend sowas sich erarbeitet, als da jetzt so ein Brummer hinstellen, wo du fast umfällst damit, ja. Das macht mit einem ja was energetisch, weil so Krisenvorsorge, das ist ja auch immer so ein bisschen Angst und Panik schwillt da. Klar, es ist wichtig, sowas zu wissen, ne? Was könnte man im Notfall tun? Wie könnte man sich im Notfall vorbereiten? Aber ich finde auch immer in kleinen Schritten sich das so erarbeiten. Aber auch immer im Vertrauen, in der Zuversicht mit der Anbindung nach oben, weil dann wird man auch geführt, also dann ist man auch nicht so in der Angst drin, finde ich. Ja, die Zuversicht kriegst du dann eher, ja, weil du merkst, dass du angebunden bist. Also auf der einen Seite erden, sind wir wieder bei der Batterie. Du brauchst auch diese zwei Pole. Erden, wenn es nur so banale Sachen sind wie Barfußlaufen, ja. Laufen. Das Ja. kriegt man ja gerade in diesen Gesundheitsportalen immer wieder Ja. nahegelegt, dass man es machen soll. Dieses Erden, die Boden unter den Füßen fühlen, ja. Und dann aber wieder die Anbindung nach oben, ja. Das ist die Und dann beste. kann dir mit den zwei Fäden nichts passieren. Dann wackelst du nicht durch die Gegend, ja?
Also das wäre auch meine Hauptempfehlung, eigentlich zu erden und anzubinden nach oben. Und in der Natur, gerade wenn man wirklich eine gute Natur findet, sei es ein Park, der schön angelegt ist, und oder ein Wald, wirklich barfuß zu laufen auf Erde, durch die Wiese, mal barfuß, wirklich das zu spüren, sich zu spüren, auch mal nicht das Handy mitzunehmen oder sich bedudeln lassen oder wirklich auch mal alleine da unterwegs sein und das einfach mal sich verbinden in der Natur. Also am besten noch erden und anbinden, das kann so viel Energie geben, oder auch mal einen Baum umarmen. Egal, wer da jetzt da vorbeiläuft, oder einfach mal die Hand an den Baum legen, auch mal den Kopf, was ich auch oft mache, den Kopf, und einfach mal diese Kraft spüren, ja, oder auch dann Wildpflanzen essen, Baumblätter, sich da wirklich verbinden, sein, den Vögeln lauschen, Insekten beobachten. Also das gibt mir unheimliche Energie und Kraft und Anbindung und Erdung zeitgleich. Ich habe gestern, ja, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich mich einfach mal, so, wie so ein Kind, weil ich vorhin gesagt habe, mach Dinge, die dir als Kind gut getan haben. Ich war als Kind ganz oft in den Wiesen gehockt und habe meine Blumen geliebt. Und das habe ich gestern mal gemacht. Ich habe mich wirklich in die Wiese gehockt, ja, und habe dann auch teilweise Fotos von meinen ganzen Blumen später gemacht und so weiter. Und das ist so ein Gefühl der Glückseligkeit, ja, ohne jeden Aufwand, ne? Ja, so Aber schnell. das kann man nur nachempfinden, wenn man es wirklich mal selber macht, ja, weil wenn wir jetzt darüber reden, und jetzt kann man schon vorstellen, dass die Leute dann mit den Augen gucken und sagen, ja, die barfuß laufen, Baumblätter essen, in die Wiese hocken, ja, wie verschraubt sind die denn? Aber einfach mal ausprobieren und dann Ja. sieht ja jeder, was es mit einem macht. Und ruhig mehrmals ausprobieren, ne? So mehrfach, das ist wirklich so. Ja, dass es eine Regelmäßigkeit hat, muss ja nicht jeden Tag, aber regelmäßig einfach sein, wie sehr das einem Kraft geben kann. Und Grenzen setzen ist natürlich auch ein ganz schönes, wichtiges Teil, weil manche Dinge, die sich da die Leute da draußen erlauben, also das geht nicht. Vom Benehmen, von der Grenzüberschreitung, von, also jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen hier von meinem Ort, aber das sind hier einige Leute zum Beispiel, wo ich sage, nee, also. Das würde mich unbändig Kraft kosten, wenn ich mich mit denen auseinandersetzen müsste oder unterhalten müsste oder so, ja. Und da bin ich lieber manchmal alleine auf meinem Fahrrad, als dass ich mich jetzt irgendwo hinhocke, Kaffee trinke mit Leuten, die einem nicht gut tun, ne? Ja. Das kostet aber auch wieder ein bisschen Kraft, ne? Das Nein-Sagen Das üben. zu Also ich meine, lösen, jetzt. Ja. der bei 20% mit seiner Batterie ist, der wird es nicht schaffen. Der wird sagen, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt da Nein sage, dann hat er mich nicht mehr lieb, dann werde ich isoliert, dann komme ich ganz um. Also denkt dann die Psyche in dem Moment. Ne? Ja, aber man kann da in vielen Dingen ansetzen und wie meine zum Beispiel auch die Videos helfen, die sind ja alle noch kostenlos. Ich versuche auch überhaupt keine Werbung draufzusetzen oder irgendwie, dass auch Leute, die eben jetzt keine große Kohle haben, nicht die Ausrede haben, ja, ich kann ja nichts machen. Ja, ich bin hier das Sandkorn im Getriebe und was soll ich denn tun? Also ich behaupte mal, wenn man an bestimmten guten Videos bleibt, also nicht nur jetzt von mir, sondern es gibt ja auch andere gute Sachen, dann kann ich mich damit auch nähern, ja? Was ist das für ein Aufwand, mich mal hinzuhocken und ein 10-Minuten-Video anzugucken, was mir Tipps gibt, oder? Also da gibt es schon genug. Und wenn einer sagt, nö, ich mache gar nichts, also das ist dann manchmal auch schon ein bisschen Ausrede, wo ich sage, naja, also hat schon ein bisschen auch mit Bequemlichkeit dann zu tun, ne? Ja. Aber eben nicht, was ich vorhin schon erwähnt habe, nicht in zum großen Radius. Erst klein anfangen, weil du kannst nicht Rom aus der Wiege heben, ja, wenn du tümpelst mit wenigen Prozenten. Batterieladung, ne? Genau. Ich danke dir, liebe Susanne. Sehr wertvoller Impuls, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit dir ins Gespräch zu gehen. Also ich werde deinen YouTube-Kanal oben verlinken in den Infokarten und werde für meine Zuschauer auch deine Facebook, Telegram, Webseite, YouTube-Kanal auch nochmal unter dem Video verlinken, auch im ersten eingepinnten Kommentar, dass die Menschen, die sich jetzt sehr dafür interessieren, für deine Arbeit, das natürlich auch ganz schnell finden. Ja, und an die Zuschauer, gerne eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen zu dieser Thematik. Könnt ihr gerne unter dieses Video schreiben, auch gern, wie ihr
Genau, was ist euer Notfallkoffer? Wie stärkt ihr euch in diesen Zeiten? Ja, bin sehr gespannt, eure Kommentare zu lesen. Ich freue mich über regen Austausch unter diesem Video. Und ja, ich wünsche uns allen eine kraftvolle, zuversichtliche Zeit. Bis bald, ihr Lieben.